Frage. Das sind Marzipanhörnchen und das sind Nougathörnchen. Ganz lecker. Kann ich mir noch gar nicht erlauben, Kaffeepause. Ich habe noch Kisten hier stehen. Nochmal 4. 4 und 1? Nein, nur 4. Tschüss. Danke. Wenn Sie mal, diese Woche ist der Kaffee noch billig, ne? Ja. Falls Sie noch mal zuschlagen wollen, der Dusche 6,99. Ja, dann nehme ich jetzt noch welchen mit. Ja? 1, 2? 2 Pakete. Was willst du machen? Nö, brauche ich jetzt. 13,98 bitte. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Der ist schon versaut mit Arbeit. Tschüss. Tschüss, Frau Berschreit. Also normal, meine Schicht ist um 6 Uhr, aber ich wohne um die Ecke, ich brauche keine Straßenbahn und nichts und bin ich um 5:30 hier. Das ist nicht schwer für Sie. Nee. Früh. Nee. Aber dafür bin ich auch abends um 7:30, 8 spätestens im Bett. Dann kann ich nicht mehr, bin ich ganz ehrlich. Wenn ich bin alleine zu Hause und was soll ich denn da sitzen? Und ich gucke dann noch Fernsehen, ich habe Wohnschlafzimmer. Aber wie gesagt, was soll ich da abends auf der Couch vorschlafen? Da gehe ich lieber direkt ins Bett. Ne, und ne, ich lebe mich hier aus. Ein Brötchen? Zwei. Ja, der wollte jeder das, dann ist der Wohlstand losgebrochen. Genau, der Hunger. Ach, der Hunger. Ganzen Sie bringen mein ganzes Denken durcheinander, wenn Sie von 1 auf 2 schalten. Ja. Dankeschön. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Schönen Tag noch. Sie haben früher ein eigenes Geschäft gehabt? Ja. Von Lebensmitteln. Aber mein Mann hatte Krebs, der ist mit 40 gestorben. Und damals war das deutsche Gesetz noch so, da wurden seine Krankenkasse ausgesteuert. Da kriegte ich nirgendwo mehr Geld von. Da musste ich dann alles selber bezahlen. Und dadurch, das war nachher, ich konnte nicht mehr. Ich musste aufhören. Bitteschön. Ja, und sonst noch etwas? Alles. 3 Mark, bitte. Dankeschön. Und 2 Mark. 3 Brötchen, ein Rosinenbrötchen. Ja. Und was macht Ihr Mann? Er muss Monat für seine Chemotherapie. Mhm. Wie das wird, weiß ich nicht. Aber vielleicht wird doch besser. Ja, ne? Ich glaube nicht. Ich habe keine Hoffnung. Ohnehin ein bisschen Kuchen. Ja. Sollen wir davon gestern nehmen? Ja. Da habe ich ganz schönen dabei. Ja. Mark, bitte. Kannst du nicht kleiner? Bitte. Ich kann nicht kein Kleine mehr geben. Kann ja kein Kleine, wenn ich kleiner brauche. Ja, aber wissen, was das mir egal ist. Ob du das nachher isst oder nicht, die ersten Mark zurück. Dankeschön. Also wir zwei haben jeden Morgen Stress, der braucht das. Aber ich auch. Ich sag ja, das ist der Mann meiner Freundin. Bitte schön. Den hasse ich, der bringt mir immer Arbeit. Komm, lass uns hier stehen. Dankeschön, tschüss. Ich habe Feierabend. Du hast 4 Augen. Auf Wiedersehen. Bei mir tut das noch genau 14 Minuten. Ja, das geht ja. Tschüss. Tschüss, bis morgen. Hallo? Immer schön lächeln. Ja, Detlef. Positiv denken. Ja, klappt das schon.
Alle junge Mädchen schwärmen für den. Aber da tue ich eigentlich nur aus Gesundheitsgründen. Ich gehe von hier bis nach Mülheim über die Brücke und an der anderen Rheinseite wieder zurück. Dann bin ich genau 2,5 Stunden unterwegs. Immer geradeaus. Hier, da waren wir noch jung und verliebt. Ich war auch mal jung, ich war auch mal ganz schlank. Und hier, da war mein Mann aber schon krank. Und wie lange waren Sie verheiratet? 16 Jahre, mein Mann ist sehr jung gestorben, mit 40. Aber nach langer, schwerer Krankheit. Es war auch nachher nicht mehr der Mensch, den ich mal geheiratet habe. Kranke werden egoistisch. Man muss immer für sie da sein. Der war eifersüchtig auf die Kinder. Der war eifersüchtig aufs Geschäft. Aber einer musste ja arbeiten gehen. Ich war irgendwie weltfremd geworden. Nur durch dieses Zuhause. Das Geschäft, kranker Mann. Geschäft, kranker Mann, nachts 4-5 Mal aufstehen. Dann wollte er mal trinken, dann musste er mal zur Toilette, dann hat er Schmerzen. Dann ging da nur der Arm, tuste mal, hörste mal. Und damals habe ich auch so zugenommen. Das war dann irgendwie, da musste ich mir etwas Gutes tun. Ich habe damals eigentlich Trost im Essen gesucht. Jetzt denke ich manchmal, ich habe in Weiß geheiratet. Ich habe meine Schuhe mit Pfennige bezahlt. Ich war wirklich glücklich. Es ist mir einfach nicht beschieden worden, mit ihm alt zu werden. Manchmal beneide ich so ältere Ehepaare, die ich so auf der Straße sehe. Da denke ich immer, warum die, warum ich nicht? Ich bin heute nicht unglücklich darüber, nur man ist manchmal alleine. Ich fange mich immer schnell wieder. Also ich bin nicht jemand, der sich durchhängen lässt. Dürfen wir heute ja nicht schimpfen. Nein. Ich habe schon 2 zu, wollte ich doch nur sagen. Und erst eine schon. 50, weißt du die? Entschuldigung, tut mir leid. Du gehst so leid. 16. Wie spielen die sie jedes Tag? Jeden Tag eine Stunde. Und wenn ich mittags nach Hause komme, dann kann ich sagen, so jetzt ist Feierabend, kannst du abschalten. Und wie gesagt, ich gehe auch abends sehr früh schlafen, weil ich nachts 3-4 Mal aufstehen muss. Und, warum? Ich nehme abends eine Entwest, gucken Sie mal, wenn ich Wasser in den Beinen habe. Ne? Ich habe die Kompressionsstrümpfe an und abends, wenn ich die Strümpfe ausziehe, habe ich so, können Sie sehen, wie die weiter werden. Und eben habe ich die Wassertablette genommen. Tut es auch weh? Ich würde schon sagen, ja, wenn ich beim Beinarzt bin. Und deswegen mache ich doch den Sport. Deswegen laufe ich durch die Stadt, weil ich so kranke Beine habe. Aber wie können Sie diese Arbeit dann noch machen? Ich will die Arbeit machen. Und Sie können noch andere Arbeit machen? Was soll ich mit anderer Arbeit, die mich nicht interessiert? Guten Morgen.
Was ist denn? Dann durch hier. Hier sind Sie in einer Hausbrauerei. Die hat mein Großvater 1883 gegründet. Und das ist nur eine kleine Hausbrauerei. Das heißt, hinter dem Biergarten, ein Garten mit Kastanienbäumen, wird das Bier gebraut und hier vorne wird es verkauft. Und wir haben kein Flaschenbier und keinen großen Vertrieb, sondern nur eben Hauptsache, hier im Mutterhaus wird es verkauft. Jeder Kölner hat sein Kölsch, trinkt gerne sein Kölsch. Wir haben in Köln 24 Marken, kleine Brauereien, und da gab es viele in Köln. Hier auf der Friesenstraße gab es schon mal zwei. In ganz Köln gab es weit über 100 Hausbrauereien. Da auch? Oh, weia, weia. Aber so schlechte Korken. Na, das sind diese Korken, die wo Dinge jetzt die gekommen sind? Ja. Die letzte Lieferung? Ja. Die sind aber kurz, ne? Ja, die Kürze ist nicht. Aber wenn die einmal benutzt worden sind, dann sind die hinüber. Sind die hinüber. Ja, da müssen wir mal dran denken. Ja. So, Freischen, komm, wir gucken mal die Ecke rum, ob die Fässer alle da sind, da hinten. Komm hier hin, hier hin, hier hin, der andere, hier hin, bitte. Komm, wir müssen hier gucken. Hier bitte einmal gucken jetzt, komm. Mit dem modernen Bier, moderner Braumeister hat mir mal groß verkündet, mein Bier ist in 42 Stunden fertig. Daraufhin habe ich ihm gesagt, mein Bier ist in 42 Tagen immer noch nicht fertig. Also man kann es auch übertreiben mit der Zeit, aber das ist ja die moderne. Ich meine, natürlich muss ich armer kleiner Bierbrauer auch rechnen, nur ich erlaube mir da doch der Qualität wegen eben was länger zu machen. Ich tue was mehr rein und schiebe auch was mehr fürs Malz aus. Trinken Sie auch Pils? Nein, ich trinke Kölsch. Am liebsten Päffchen-Kölsch. Ich bin hier groß geworden. Ne? Wir haben als Kinder hier die Fässer gerollt mit 5 Jahren. Dann haben wir hier mit 6, 7 Jahren, morgens um 7 Uhr gab es die Vorderwürze hier zum Probieren, Kinderbier. Kinderbier. Kinderbier nannten wir das. Oder Vater sagte, dann muss man aber morgens um 5 vor 7 hier erscheinen. Und dann kriegst du mal so ein Gläschen Kinderbier. Ne? Das war natürlich die Vorderwürze, die hat 18% Stammwürze, ne? Also 18% Zucker, Malzzucker. Ja, das ist natürlich total süß. Ne? Das schmeckt wunderbar. Ja, und das ist die Ahnengalerie der Päffchen-Familie. Rechts mein Vater, links meine Mutter auf dem Bild. Und das ist mein Vater, da ist aber schon was älter, über 80 war. Mein Vater, lebt nicht mehr? Nein, mein Vater ist 86 geworden, 1980 verstorben. Mein ältester Bruder sollte es übernehmen, der ist aber auch mit 33 Jahren auch verstorben. Der ist leider auch verstorben. Der war auch Diplombaumeister und ist aber verstorben. Und dann waren Sie die Nächste? Und dann war ich da, ich war dann auch Brauer und dann musste ich ran. Aber die Frage ist natürlich, wie geht das mit den Nachfolgern? Ja, die Tochter muss ranwachsen und ich leite die immer hier mit im Betrieb, so wie wir auch als Kinder im Betrieb mit waren. Und ich hoffe, dass sie da von Kindheit an Spaß dran hat. Ne? Dass du da reinwächst. Will sie später diese Arbeit machen? Und ihr Stieftochter, die arbeitet auch manchmal? Die ist sehr fleißig, hilft ihr auch schon wieder mit. Die ist auch schon 27 und wo sie Einsätze macht, steht sie ihrem Mann. Aber kein Nachfolger? Die studiert ja Sprachen und da muss man sehen. Das weiß ich wirklich noch nicht. Also es hängt drauf an. Ich habe ja auch noch eine kleine Schwester, die spielt ja auch noch eine Rolle. Und noch ist der Herr Päffchen ja auch da. Also und ich hoffe, er bleibt ja das auch noch lange. Und deshalb mal gucken, was die Zukunft bringt. Ist noch nicht sicher. Dankeschön. So, 155 und 1 Euro. Ja, muss hier hinten rein. Wo wollt ihr denn hin? Hier rein? Ja, hier hinten drauf. Das ist der gewohnt.
Ja, das ist ja gut. Früher kam der Bauer, um die Treber abzuholen, die Biertreber. Da fuhr der mit dem Pferdefuhrwerk vorne durch die Wirtschaft. Ja, da wurden die Lampen weggetan, die Tische wurden umgeklappt, da fuhr der rückwärts, da fuhr der mit dem Pferd durch die Wirtschaft, durch, hier bis hin in die Brauerei. Ne? Ja gut, das geht eines Tages nicht mehr und zum Glück haben wir das Haus kaufen können dann, meine Eltern, oder das Grundstück, ja, damit man eine Zufahrt hat. Ne? Und so sind wir ja jetzt, ist ja hier die Rückseite, jetzt sind wir, da ist Friesenstraße, hier ist Klapperhof, sind wir auf der Rückseite. Und wenn man hier rausguckt, dann sieht man natürlich nur Gerling, ne? Das ist ja alles nur Gerling hier. Was ist Gerling? Gerling ist ein großer Versicherungskonzern. Und der kauft alles? Der hat alles gekauft hier. Ne? Und ich meine, der hat ja jahrelang die Innenstadt kaputt gemacht. Ne? Das ganze Friesenviertel hat er alles gekauft. Er wollte alles Büros reinmachen. Und hat dazu mal die SPD gesagt, nein, nein, so jetzt nicht. Wir müssen auch Leute hier wohnen haben. Das ist auch wieder ein Hochhaus von Herrn Gerling. Ich meine, ist ja interessant gemacht. Das hat ja der Herr Speer gebaut. Da ist alles Gerling. Da geht doch bis noch zwei Straßenzüge weiter. Ne? Ja, es wohnt aber kein Mensch mehr da. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Ich meine, normalerweise würde ich das ja keinem zeigen, weil ich das Blödsinn finde. Ne? Der Herr Gerling baut da und ich habe das gebaut. Ne? Das haben Sie gebaut? Nee, das habe ich renoviert. Das war so alt, aber das ist dann umgebaut worden, aufgestockt worden und alles gemacht worden. Ne? Aber das ist doch viel schöner als Herrn Gerling sein Haus. Kontrapunkt. Hier sehen Sie. Extra dem Herrn Gerling gegenüber. Jetzt gucken Sie mal hier, das sind alles Büros. Ne? Das waren früher mal Lagerhäuser, die habe ich umbauen lassen, da sind wir Büros draus gemacht. Ne? Ja, dann haben wir ein bisschen modern da oben gebaut. Ne? Das Dach ist da aufgesetzt worden. Das ist auch Ihr Besitz jetzt? Ja, der Bank. Ich habe einen armen Mann. Ne? Aber Sie sind eine kleine Gerling, aber mit anderen Ideen. Nicht? Naja, ja. Ach ja, so schön. Schön. Sind Sie der Architekt hier oder? Nee, Päffin ist mein Name. Ach, Sie sind der Nachbar, aber sehr gelungen. Also viel Freude noch. Ja. Tschüss, schönen Tag, die Herren. Tschüss. Ja. Ja. So, dann ist nur der kleine Gegensatz. Wird man auch so. Man muss ja sehen, wie es weitergeht. Ne? Ich mein, man weiß ja auch nicht, ob eine Brauerei oder was auch immer, wie lange noch bestehen kann. Ne? Ja, ist doch ein bisschen Unsicherheit. Ach ja, Junge, man muss es einfach machen. Es ist alles unsicher. Was ist eigentlich sicher im Leben? Ja. Die einzige Sicherheit ist dein Kopf, ist den du hast, wenn du nicht wegfliegst. Ne? Und die Tod wartet. Ja, dann ist es, solange ist es sicher. Ne? Und deine eigene Ausbildung oder dein eigenes Denken oder deinen eigenen Grips, das ist sicher. Aber der andere kann dir doch schnell weggenommen werden. Das geht heute mit dem Finanzamt los. Da kann dir doch heutzutage alles wegnehmen. Das sind die Schlimmsten, ne? Ja. Nicht, dass ihr außer der Musik seid, also ja die ganze Zeit. Bravo, salam, bitte. Bravo. Und jetzt 128. Ich habe in Musikhochschule studiert in Izmir, aber seit klassische Musik und seit ein bisschen, ja, ich habe Angst oder vom Hören ist unangenehm war das für mich. Aber jetzt weiß ich, ich jeden Tag gleiche Melodie und dann Beethoven komponiert. Ich höre immer, wenn bin ich im Küche oder im Oben, ich höre immer zeitklassische. Jetzt ich spiele gerne zeitklassische Musik.
Ja, da habe ich schon einiges für sie geschrieben. Ein paar Stücke auch für Klavier und Flöte. Und sie macht die Uraufführungen. Und auch im Orchester, also bei meinen Stücken spielt sie auf jeden Fall mit. Manchmal ist es natürlich schwer, mit der Tochter natürlich, aber meine Stücke muss sie unbedingt spielen, weil sie bekommt alles mit hier, wenn ich komponiere. Sie kennt alles in- und auswendig. Auch die Pucke kann schon singen. Ja, ja, meine Komposition singt sie. Die sechste Sinfonie, große Sinfonie, das habe ich das Stück für meine Tante komponiert. Sie ist leider letztes Jahr verstorben. Ich habe sie wie meine zweite Mutter geliebt, also das war wirklich eine fantastische Beziehung zwischen uns und es war eine traurige Geschichte, dass sie gestorben ist und ich müsste so traurig gewesen sein, bin ich immer noch, also dass ich eine große Sinfonie für sie geschrieben habe, gewidmet habe. Ölümsüz hiçbir canlı yoktur. Velillahil hamd. Und zum Beispiel, sie hatte zu Hause eine Uhr, eine alte Uhr, also ja. Und es hat immer geklungen nach diesem Big Bang, also ja. Die ja, jetzt kann ich das Ihnen spielen. Diese Uhr hat immer geschlagen und natürlich bei meiner Sinfonie ist das die Verfremdung kommt das. Es fängt erstmal an, das hört man dann und dann wird es auch die traurigere und kommt es und nachher sind immer die Schläge gekommen, wie spät es ist und sie ist 80 Jahre geworden und dann kommt es achtmal. Bosporus groß geworden, am Meer richtig, 14 Meter Terrasse und wir konnten ins Wasser springen. Klavier geübt, manchmal bis zu 13 Stunden, aber nachher konnte ich wirklich ins Wasser springen. Das war das Schöne und das vermisse ich wirklich wahnsinnig hier. Also ich, manchmal komme ich hier in Deutschland wie in einem Gefängnis. Ja, wenn man am Bosporus geboren und groß geworden ist, man bleibt immer da. Trotz allen Umständen, also ja, und ich bin ein waschechter Istanbuler und Türke, sage ich mal, also das sagen nicht so oft die Leute. Ich bin hin und wieder da, ich mache Gastdirigate, ich mache Konferenzen, Seminare, Workshops, also ja. Ich denke schon, das ist eine Art Missionsarbeit von mir, ich muss das machen, deswegen unterrichte ich auch hier, ich habe 70 türkische Schüler, ich muss meine Kenntnisse und Erfahrungen weitergeben. Okay. Deutschland ist meiner Meinung nach Hochburg für klassische Musik. Das muss man definitiv sagen. Da kommt Amerika, Frankreich, England nichts mit. Also es gibt da auch viele Orchester. Es gibt in Deutschland Städte wie, was weiß ich, Neustrelitz oder so, die man nicht einmal kennt. Es gibt da kein Kino, aber ein Opernhaus. Also deswegen bin ich in Deutschland. Ich habe natürlich in Köln studiert, das ist eins von den größten Musikhochschulen der Welt, sage ich mal.
Und wegen dem Wetter bin ich bestimmt nicht hier. Eins ist hier klar, hier wird ein Künstler, vor allem ein Musiker, wirklich so wie ein Diamant behandelt. Eins will ich aber, wenn man meine Musik hört, dass man sagt, das ist ein türkischer Komponist. Das ist wichtig. Man muss nicht alles ganz im Vordergrund bringen und dann wirklich so richtig typisch türkisch machen. Aber es muss nach türkisch riechen. Das ist es. Man riecht Frühling. Es ist noch, haben wir ja Winter. Es kommt, Sommer kommt in Deutschland eigentlich nie. Aber man spürt, also die Blumen gehen auf und so. Es ist ein bisschen ein Hauch vom Frühling. Und das will ich mit meiner Musik erzählen. Also, dass man sagt, okay, das ist was anderes. Das ist nicht schwedisch, das ist nicht koreanisch, das ist nicht amerikanisch. Was ist das? Türkisch. Mediterrane Art, sage ich mal. Also ja, immer die ganze Ameisen gehen. Also diese sogenannte Ruhe, wie, was weiß ich, Wagner, Bruckner oder so Riesen. Das sind die Alpen. Man hat nicht die Sonne oder so. Aber bei uns ist die Sonne scheint und Bewegung und am Meer, Strand. Und wissen Sie, das Lebensfreude, die Italiener oder so, die sprechen auch schneller oder so. Im Schweden oder so, da ist man eher ruhiger. Wissen Sie, man hat eine Welt im Kopf. Und die Musiker, vor allem vielleicht ich höre da einen Vogel, es sind mehrere übrigens, zwischen wieder, wieder, wieder. Ich kann Ihnen sagen, welches Intervall das ist. Im Hintergrund ist es ein Flugzeuggeräusch. Da ist eine kleine Fliege geflogen, vielleicht haben Sie das nicht einmal wahrgenommen. Und das ist mein Leben so. Es sind mehrere, also es sind vier Vögel auf einmal, das hören Sie vielleicht nicht einmal. Und das ist manchmal zum Verrücktwerden, auch wenn ich am Strand liege oder so. Das ist immer bei mir im Ohr. Also das heißt, ich habe ein kleines Orchester im Ohr, die mir auch was spielen. Also deswegen habe ich gesagt, ich muss nur die Zeit haben, das zu schreiben. Also ja. Wie geht's mit der Arbeit? Schwer. Gestern war es besser. In dem Sinne vielleicht die erste Probe. Jetzt machen wir auch die Feinarbeiten. Die Zeit ist knapp. Das Orchesterwerk ist groß. Wir müssen schließlich auch Prokofiev auch proben und so weiter und so fort. Das wird schon. Drücken Sie Daumen. Wir geben unser Bestes. Mehr als schwitzen können wir nicht zurzeit.